Liebe CSA-Community, mein Name ist Thorsten Fuhrbech und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Wolfgang Gründiger zu unserem Podcast. Herzlich willkommen. Dankeschön, Herr Fuhrberg, schön, dass ich hier sein kann. Bevor ich mit dem Interview beginne, möchte ich auch heute meinen Gesprächspartner, dich, einmal kurz vorstellen. Du bist Demokratieforscher, Zukunftslobbyist und Publizist und hast als Aktivist schon immer etwas zu sagen gehabt, nämlich du gehörst zu den Vordenkern in Deutschland. Zu diesem Fazit sind offensichtlich auch schon andere gekommen, wie beispielsweise das Wirtschaftsmagazin Kapital sowie das Handelsblatt, in dem sie dich in ihre Rankings der jungen Elite Deutschlands aufgenommen haben. Inzwischen bist du aber auch noch Cheflobbyist, Generationenerklärer und gehörst zu den wichtigen Akteuren der Digitalisierung im politischen Berlin. Vor diesem Hintergrund kann ich in dem Interview mit meinen Fragen nicht die volle Breite deiner Erkenntnisse, deines Wissens abdecken, aber einige Dinge mal ansprechen, die auch unsere Kunden interessieren könnten. Du hast eine spannende Karriere hinter dir. Vom Dönerverkäufer zum Cheflobbyisten? Wie kam es dazu? Ja, also du hast doch vorhin schon gemeint, ich bin dann in diesen jungen Elite-Rankings aufgenommen worden. Es ist dann mit dieser jungen Elite, das ist was, was man für sich vielleicht jetzt nicht so sehen würde. Man fühlt sich ja nicht so, hat mit dem Elite-Begriff vielleicht auch ein paar Probleme. Aber war natürlich schon ganz toll, wenn man jetzt auch auf einmal so Top 40 unter 40 bei sich liest und dann freut man sich, dass man dann doch so geehrt wird und dass das Engagement, das man zeigt, dann auch so gesehen wird von anderen Leuten. Das fand ich dann auch immer ganz, ganz schön. Ja, ich habe ja angefangen als Dönerverkäufer meine Karriere tatsächlich. Habe in Regensburg Döner verkauft, um mein Studium zu finanzieren. Und habe dann überlegt, was möchte ich in meinem Leben machen und habe einfach das gemacht, was mir Spaß machte und wofür ich brannte. Also nicht, was auf dem Arbeitsmarkt gerade relevant war, sondern das, was für mich persönlich relevant und spannend war. Und habe begonnen, Bücher zu schreiben. Damals Die Energiefalle, mein erstes Buch. Und in diesem Buch habe ich als damals Anfang 20-Jähriger vorhergesagt, ja, wir brauchen die Energiewende, denn die Klimakrise ist da. Wir machen uns abhängig von fossilen Energieimporten, unfreundlicher Regime, Saudi-Arabien, Katar, Russland. Wir brauchen die Elektromobilität, wir brauchen die Solar- und Windenergie. Und es war damals noch ganz neu. Da haben noch wenige Leute dran geglaubt. Mir wurde gesagt, naja, wir haben momentan 4% Solar- und Windstrom im Netz. Wie soll das technisch möglich sein? Wie soll das wirtschaftlich möglich sein, eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in Deutschland hinzubekommen? Und jetzt 20 Jahre später, also man merkt, so jung bin ich dann auch wieder nicht, ja. Also junge Elite ist, war vielleicht mal, ja. Und 20 Jahre später stellt man fest, da war vielleicht doch was dran. Ja, ich weiß nicht, kennst du diesen Film mit Leonardo DiCaprio, den neuen, Don't Look Up? Da sieht er einen Asteroiden, ja, auf die Erde zurasen und warnt alle, dass dieser Asteroid doch da ist. Und die Leute sagen halt so, ja, sind sie sich wirklich sicher? Ja, sie sind doch gar nicht von einer der prestigeträchtigen Universitäten. Wie wollen sie das denn genau wissen? Mit diesen Asteroiden, das sind doch wertvolle Mineralien und Rohstoffe drauf, die können wir doch erstmal abbauen, bevor wir den Kometen zerschießen. Wir werden eine Wunderwaffe finden, mit der wir den Kometen ablenken können und so weiter. Ne? Also, und am Ende hieß es dann noch Don't Look Up. Also wenn man nicht hinguckt, ist er gar nicht da, der Komet. Und so fühlt man sich dann doch auch manchmal als jemand, der die Logik exponentiellen Wachstums und die Logik von Technologie doch hoch verstanden hat. Und zu den Leuten sagt, hey, guck mal, hier gibt's schon die Wachstumskurven. Die steigen schon an. Wir haben diesen Inflection Point, wo sich die Dinge fundamental verändern, bereits erreicht. Und in 10 Jahren
wird die Welt ganz anders aussehen als heute. Dann blickt man halt dann auf diese Zeit zurück. Und inzwischen bin ich ja auch bei Enpal, dem ersten deutschen grünen Einhorn, also einem Startup mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar, dann auch als Cheflobbyist eingestiegen, als Chief Evangelist, wie man so schön sagt, also als der Botschafter oder Außenminister des Unternehmens, habe auch noch ein paar weitere Bücher geschrieben, indem ich einige Dinge versucht habe vorherzusagen und bin gespannt, ob in 20 Jahren ich nochmal sagen kann, genau so kam es. Du warst als Junggebliebener ja auch während der Pandemie ein Jahr bei der digitalen Eliteeinheit der Bundeswehr. Was habt ihr da eigentlich gemacht? Ja, ich bin dann gefragt worden, ob ich zum Cyber Innovation Hub der Bundeswehr kommen möchte. Es sind 40 Leute, die in Berlin ansässig sind und die Aufgabe haben, die Streitkräfte zu digitalisieren. Und du kannst dir vorstellen, das ist eine riesige Aufgabe. Und ich habe sie natürlich nicht ausschlagen können, denn ich habe immer gesagt, wenn dein Land dich fragt, dann sagst du nicht nein. Und als ich dann die Videos gesehen habe, die mir gezeigt wurden von dem General Leidenberger, der Befehlshaber war der Streitkräfte der NATO in Afghanistan, vom Karfreitagsgefecht, wo auch Leute starben, wo Soldaten starben im Gefecht mit den Taliban, und mir gesagt wurde, wir müssen hier die Streitkräfte digital zukunftsfähig machen, innovativ machen, agil machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann da nicht Nein sagen. Ja, und so habe ich während der Pandemie, bin ich dann vom Digitalverband, wo ich Lobbyist war, zu den Streitkräften gewechselt, erstmal für ein Jahr, bevor ich dann zum Startup wieder zurück bin, in die digitale Wirtschaft wieder zurückgegangen bin. Aber habe dann ein Jahr lang bei der Bundeswehr versucht, diesen riesigen Koloss, ist ja der größte Arbeitgeber Deutschlands, mit alleine mal ja 260.000 Soldaten, Soldatinnen und Zivilmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Bundeswehr tätig sind, zu digitalisieren, aktiv zu machen. Habe da sehr, sehr viel gelernt. Eines unserer Projekte war zum Beispiel für das Kommando Spezialkräfte der Marine. Das sind sowas wie die US Navy SEALs, also die unter anderem zum Beispiel Geiseln befreien, wenn irgendwelche Geiseln zu befreien sind. Den Lichtteppiche zur Verfügung zu stellen. Was ist das, ein Lichtteppich? Das ist ein flexibler, mobiler, von terrestrischer Stromversorgung unabhängiger, so eine Schnalle, die man sich um das Bein schnallt und die eben mit Licht versorgen kann. Und zwar das Licht anpasst an die Umgebungshelligkeit und die Umgebungsfarbe. Und damit die Verwundetenversorgung beispielsweise vor Ort und die Lichtversorgung generell viel, viel besser handhabbar macht, also eine digitale Innovation aus dem zivilen Sektor in den militärischen Kontext neu zurückproben. Und solche Projekte haben wir im laufenden Band dann angestrengt. Und es war schon sehr, sehr schön zu beobachten, dass der Staat tatsächlich auch innovativ sein kann, wenn man es denn richtig angeht. Du bist also immer zwischen den Welten gewandelt, also zwischen Thinktanks, Digitalwirtschaft, Staat und Startups. Was ist dein wichtigstes Learning? Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, genau solche Leute zu haben, die sowohl den Staat kennen, wie der funktioniert, wie der tickt, also auch große Konzerne zu kennen, die übrigens ganz ähnlich ticken wie der Staat, aber auch die kleinen, wendigen, agilen, innovativen Startups zu kennen, sodass man einerseits weiß, okay, wie könnte es laufen, wie funktioniert Innovation im Kleinen, wie funktioniert auch Technologieskalierung? Und auf der anderen Seite, wie funktionieren große Organisationen? Und was können beide voneinander lernen? Und wie kann man das Beste von beiden Welten verzahnen und zusammenführen? Und gerade dieses Silo-Denken zu sprengen. Ja, also jeder ist ja in seiner kleinen Blase und jeder denkt nur an seinen eigenen KPIs und an das, was für ihn und für seine Welt am wichtigsten ist. Vergisst aber dann, dass es außerhalb dieser Welt auch noch andere gibt. Und das kann sehr gefährlich werden. Ja? Denk mal alleine, lieber Thorsten, an die Elektromobilität. Wer hat das denn entscheidend vorangebracht? Es war eben nicht Volkswagen, nicht Daimler, nicht Porsche. Also keiner der großen deutschen Konzerne, die Autos bauen können wie kein anderer auf der Welt. Sondern es war ein exzentrischer,
etwas seltsamer und völlig branchenfremder Typ namens Elon Musk, ohne den es Elektromobilität, wie wir sie kennen, nicht geben würde und die großen Konzerne vor sich hergetrieben hat, die jetzt erst nachschieben müssen. Und das passiert sehr häufig in der Innovationslandschaft, dass es Außenseiter sind, die man erstmal für verrückt hält, die man erstmal für nicht so richtig wahrnehmbar hält, für nicht wichtig hält, weil sie eben eine Nische sind, weil sie noch klein sind und weil sie oft auch keine Assets haben, ne? Und dann auf einmal merkt man, okay, die haben den Markt von hinten nach vorne aufgeräumt und völlig disruptiert. Und deswegen ist es wichtig, dass man Leute hat, die diese Silos sprengen, die Innovationen verfolgen und die wissen, wie Innovationen funktionieren und implementiert werden können. Und ich glaube, solche Grenzgänger, solche Wandler zwischen den Welten bräuchten noch sehr viele mehr. Da stimme ich dir zu. Kannst du uns auch erklären, warum eigentlich Digitalisierung und Klimaschutz irgendwie zusammengehören? Ja, auf jeden Fall. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir können Klimaschutz nicht machen, uns um sich vorstellen ohne digitale Innovation. Warum? Ja, früher war die Stromversorgung durch fossile atomare Großkraftwerke abgedeckt, die so eine Art Grundversorgung gewährleisteten, 24/7. In Zukunft müssen wir diese Großkraftwerke ablösen durch Millionen dezentrale, regenerative Kleinkraftwerke, nämlich Solar und Wind, mit fluktuierender Produktion. Und das kann man nicht abbilden ohne digital intelligente Lastenverschiebung und Lastenmanagement zu machen. Man muss die Geräte, die Verbraucher zu Hause, ja, so einstellen, die Speicher so steuern, die mobilen Speicher, die wir haben, sprich Elektromobilität, so steuern und anwenden, dass wir diese Millionen dezentraler, fluktuierend erzeugender Kleinkraftwerke intelligent verschalten mit flexiblen Lasten, auch mit flexiblen Stromtarifen. Und das geht nicht ohne Digitalisierung. Das geht nicht ohne Smart Meter, ohne Smart Grid, ohne all diese Schlagwörter, die du vielleicht schon mal gehört hast. Und deswegen brauchen wir Digitalisierung, um die Energieversorgung der Zukunft bewerkstelligen zu können. Wir wissen alle längst, was passieren muss, um das Klima zu retten. Nur warum tun wir es dann noch nicht? Ja, es geht mir manchmal auch so, dass ich mich das frage. Also warum tue ich das nicht? Ja? Ich komme aus Bayern, da gibt es einen berühmten bayerischen Philosophen, Gerhard Polt. Und der sagte mal, ja, wer ist denn dieses Wir? Also ich nicht. Und so geht es uns doch allen. Nein, wir sagen, wir müssen handeln, wir müssen etwas tun für die Umwelt. Aber ich nicht. Warum sollte ich anfangen? Warum sollte ich auf die Flugreise verzichten? Warum sollte ich weniger Fleisch essen? Gar kein Fleisch mehr essen. Und das ist schwierig, ja. Denn die Anreizsysteme sind ja auch so geschaffen und so gestrickt, dass der Einzelne oft gar nicht anders kann. Ja. Wenn es eben keinen Bus gibt, der mich zur Arbeit bringt, dann brauche ich das Auto. Gäbe es den flexibel abrufbaren Rufbus, der tatsächlich digital vernetzt ist, der günstig ist, der bequem ist, dann bräuchte ich das Auto vielleicht gar nicht mehr. Wenn die Kosten des Autofahrens wirklich sichtbar wären, die Leute wissen ja gar nicht so genau, was sie überhaupt insgesamt unterm Strich für das Auto bezahlen, würden dann viele Menschen aufs Auto verzichten? Ich glaube ja. Oder zumindest weniger Auto fahren oder anders Auto fahren. Vielleicht auf das private Auto verzichten, aber dafür Shared Autos, also geteilte Autos, sehr viel mehr nehmen. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass man den Leuten nicht sagt, ihr müsst verzichten, dass man den Leuten nicht sagt, ihr seid schlechte Menschen, weil ihr Fleisch esst oder weil ihr fliegt oder weil ihr Auto fahrt, sondern dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich gut zu verhalten und moralisch gute Menschen zu sein, ohne ständig jeden Tag Gewissensbisse haben zu müssen, ohne jeden Tag ständig in jeder Situation neu entscheiden zu müssen, wie sie sich verhalten. Dass man es den Menschen einfacher macht, sich gut zu verhalten. Und ich glaube, darauf kommt es an.
Nur warum ist die Lücke zwischen Wissen und Handeln so groß? Ja, es gibt ja in der Sozialpsychologie das Modell der kognitiven Dissonanz. Ja, also ich habe es gerade schon versucht zu erläutern. Man redet sich selbst gerne ein, man ist ein guter Mensch, man ist vielleicht sogar ein guter Mensch, aber man handelt eben jeden Tag nicht so, wie man eigentlich handeln wollen möchte. Und das Gedächtnis, also das Gehirn ist sehr gut darin, diesen Widerspruch zwischen ihrer Selbsterwartung, man ist ein guter Mensch, und der profanen Wirklichkeit, ich handle nicht gut, in Einklang zu bringen. Man hat immer wieder Ausreden. Das kennen wir aus dem Alltag. Ich möchte zum Rauchen aufhören, aber heute habe ich Stress, da muss ich rauchen. Oder heute trinke ich Alkohol, da rauche ich mal ausnahmsweise. Oder ich höre morgen auf zu rauchen. Oder ich bin doch schon von 5 Zigaretten auf 2 Zigaretten pro Tag runter und so weiter. Ne? Man hat viele, viele Ausreden und man akzeptiert die für sich dann immer gern. Und deswegen glaube ich, dass wir wegkommen müssen von diesem Moralisieren. Denn mit Moralisieren bekommt man nur 5% vielleicht grob geschätzt und mein Bauchgefühl der Leute hinter sich versammelt. Sondern wir müssen hin zu neuen Möglichkeiten, sich gut zu verhalten, ohne dass man ständig an die Moral der Leute und an irgendwie die Disziplin der Leute appellieren muss. Ja. Weil ich möchte gerne Sport treiben, aber am Ende habe ich keine Zeit dafür und dann regnet es heute vielleicht und es stürmt oder ich bin heute müde, whatever. Ja, deswegen treibe ich keinen Sport. So. Und das Gleiche geht ja mit ökologischem Verhalten genauso. Und deswegen müssen wir den Leuten es einfach ermöglichen, sich ökologisch gut zu verhalten und dann tun sie es auch. Wie eingangs schon gesagt, hätte ich noch viele weitere Fragen stellen können. Zum Beispiel zum demografischen Wandel, zur Mindestrente, zur digitalen Ethik etc. Aber wir haben uns ja auf eine begrenzte Interviewzeit geeinigt. Uns geht es bei diesem Podcast in erster Linie darum, unsere Redner und Rednerinnen in einem persönlichen Gedankenaustausch zu präsentieren, damit die Kunden wissen, wen sie bei uns buchen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, lieber Thorsten. Danke, dass Sie hier sein durften.